Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, Will's Feines Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die neue Woche. Freunde, vor 2 Tagen hatte ich ein Video hochgeladen, welches den Titel hatte: Rockstar Games hat Scheiße gebaut in GTA Online. Und in diesem Video habe ich euch darüber informiert gehabt, dass Rockstar Games die Autowerkstatt in GTA Online kaputt gemacht hat. Und nun gibt es zu diesem Thema neue Informationen und deshalb ist dieses Video hier sozusagen ein kleines Update-Video zum Video vom Samstag. Freunde, wenn euch das gefällt, dann zeigt es mir auf jeden Fall jetzt schon einmal mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden da draußen, damit die auch auf dem neuesten Stand der Dinge sind. Und solltest du neu auf meinem Kanal sein, würde ich mich mega freuen, wenn du mir ein Abo dalassen würdest. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon ins eigentliche Video rein. Also, let's go! Also Rockstar Games hat letzte Woche Donnerstag ja ein Background-Update in GTA Online eingespielt, welches die Autowerkstatt in GTA Online kaputt gemacht hatte. Und nun, beziehungsweise gestern Vormittag, hat Rockstar Games ein weiteres neues Background-Update in GTA Online eingespielt. Habe ich so auch noch nie zuvor gesehen, dass Rockstar Games sowas an einem Sonntag macht, aber finde ich persönlich gut. Ich blende euch jetzt erst einmal diesen Screenshot hier ein, was Test2 dazu auf Twitter schreibt. Und zwar schreibt er hier: Rockstar Games hat das Hintergrund-Update wieder auf die vorherige Version zurückgesetzt. Der Fehler beim Zurücksetzen des Autoshops sollte nicht mehr auftreten. Hashtag GTA Online. Und das bedeutet nun, dass die Autowerkstatt wieder nun normal funktionieren sollte in GTA Online. Was aber sehr interessant ist, ist, dass das komplette Background-Update, welches sie am Donnerstag rausgebracht haben, somit nicht mehr vorhanden ist. Und das heißt auch, dass die Patches für die Glitches, die sie am Donnerstag letzte Woche in GTA Online gepatcht haben, dass diese wieder aus dem Spiel raus sind. Heißt, der K2K-Merch-Glitch auf der Next Gen funktioniert zum Beispiel wieder und leider funktioniert auch wieder der God-Mode-Glitch mit der Agentur. Ich denke mal, dass das aktuell nur so eine Art Notlösung von Rockstar Games ist und dass spätestens nächste Woche Donnerstag bzw. diese Woche Donnerstag ein neues Background-Update dann eingespielt wird, welches diese Glitches dann auch wieder patchen wird. Freunde, eine Sache muss ich euch jetzt aber noch zum Schluss zeigen, denn Rockstar Games wäre nicht Rockstar Games, wenn sie nicht wieder zumindest leicht reingeschissen hätten. Der Grund für das Background-Update letzte Woche Donnerstag war ja, dass sich Kisten in der Autowerkstatt befunden haben und diese sind nun aus der Autowerkstatt verschwunden, aber dafür spawnen jetzt nun bei einigen Spielern in GTA Online Kisten in der Agentur. Als ich das vorhin auf Twitter gesehen habe, kam ich echt nicht mehr aus dem Lachen raus, weil das einfach zu krass ist. Ich bin mal gespannt, ob mit dem nächsten Background-Update dann in GTA Online mit der Agentur Ähnliches passieren wird, wie mit der Autowerkstatt vor einigen Tagen. Okay, Freunde, das soll es jetzt nun aber auch schon mit diesem kurzen Video hier gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, das Video war informativ für euch. Und wenn das der Fall war, dann lasst mir auf jeden Fall auch schnell einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns morgen auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.